Hallo Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute einen Zwei-Ball-Trick. Wenn man den ganzen Trick kann, sieht das so aus. Der ein oder andere denkt sich vielleicht, was ist an dem Trick dabei? Der ist ja ziemlich einfach. Ich gebe euch jetzt 5 Sekunden, ihn mal selber kurz auszuprobieren. Und vielleicht habt ihr jetzt bemerkt, dass es doch nicht so einfach ist, wie er aussieht. Aber ich erkläre euch natürlich gerne, wie es funktioniert. Ihr braucht dazu natürlich 2 Bälle. Dann fangt ihr in der rechten Hand an, würde ich euch empfehlen, wenn ihr Rechtshänder seid. In der linken Hand, wenn ihr Linkshänder seid. Ich bin Rechtshänder, deswegen nehme ich die rechte Hand zuerst. Und dann habt ihr da 2 Bälle. Dann werft ihr den einen hoch. Und während er in der Luft ist, gebt ihr den anderen Ball. Also der ist in der Luft, dann gibt den anderen Ball unten durch. Das heißt, hochwerfen, unten durchgeben und wieder fangen. Das ist immer die Vorübung. Und dann gleich mit der anderen Hand. Hochwerfen, unten durchgeben. Und das müsst ihr einfach in eine fließende Bewegung bringen. Das heißt, hochwerfen und durchgeben, hochwerfen, durchgeben, hochwerfen, durchgeben, hochwerfen, durchgeben. Das übt ihr dann einfach. Und dann ist es natürlich wichtig, dass der Ball nicht irgendwo hinfliegt, sondern schon in die Hand. Weil ihr habt nicht die Zeit hier, umzutauschen und auszugleichen. Das heißt, ihr müsst schauen, dass der Ball schön fliegt und dass ihr den anderen Ball auch gut unten durchgebt, also schön fliegen, durchgeben. Ihr müsst also die Hände nicht zu weit auseinander, weil dann dauert der Weg zum Durchgeben viel zu lange. Das heißt, ungefähr so in dem rechten Winkel wieder hier und so an der Seite einfach herabhängen lassen. Und dann werft ihr den Ball und gebt ihn unten durch und wieder werfen und durchgeben. Durchgeben und werfen und werfen und durchgeben. Und ich werde euch das Ganze jetzt in meinem Zeitlupe zeigen, damit ihr es vielleicht besser versteht. Das war auch der ganze Trick. Er sieht vielleicht nicht so spektakulär aus, ist aber eine ziemliche Herausforderung, weil das Gehirn völlig neu umdenken muss. Weil es jetzt nicht mehr hier werfen, 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 sondern werfen und durchgeben und das beides in der gleichen Hand am Anfang. Das dürfte ziemlich schwer sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einfach mal in die Kommentare schreibt, ob es euch einfach gefallen ist oder nicht. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, einfach wie immer in die Kommentare. Tipps für neue Videos, auch gerne in die Kommentare, würde ich mich freuen. Wenn ihr einen Trick habt, den ihr noch nicht versteht, auch in die Kommentare, könnt ihr euch erklären, wenn ihr wollt. Und ansonsten sehen wir uns am Samstag um 16 Uhr wieder. Bis dahin, ciao.